Oh, tja, nein. Das könnte das Ende sein. Wir pushen aber einfach rein, ist mir jetzt egal. Hey Leute, wir werden heute mal wieder das globale Turnier spielen und zwar mit euren Decks. Das heißt, Zuschauer haben die Chance, eben ihr Profil reinzuschicken. Man muss auf euer Profil gehen und muss dann eben aus eurem Profil jeweils das Deck kopieren. Oh ja, ihr wisst das ganze Jahr, das ist auf jeden Fall so ziemlich mit die erfolgreichste Serie auf dem Kanal. Und ich bin gespannt, was wir heute wieder eben für Decks spielen müssen. Und heute natürlich wieder mit der Schwierigkeit, dass wir 0 zu 4 stehen. Sprich, wenn wir einmal verlieren, sind wir raus. Und es kann ziemlich schwierig werden, gerade eben, weil wir eben auch verrückte Decks spielen müssen. Und wir haben wie immer eben die Bonusbelohnung, die wir hier auf dem Ultra Patreon Win Account kaufen können. Vor allem sehr viel Gold, Tauschmarken. Hier, legendäre Truhe, Riesentruhe, legendäre Königstruhe, Blitztruhe auf jeden Fall. Plus am Ende noch zwei Angebote, die wir haben. Ja, würde ich sagen, ist auf jeden Fall interessant, was wir alles gewinnen können. Und ich bin gespannt, was wir spielen müssen und wie weit wir kommen werden. Würde ich sagen, wir starten rein. Und euch wie immer, viel Spaß mit den Highlights. Wir haben Mega-Ritter. Aber kein... Oh, wir haben keine Win-Condition. Leute, das kann das Ende sein, muss ich ehrlich sein. Das tut schon mal richtig weh. Das fühle ich gar nicht gerade. Oh je, oh je. Wir müssen gleich noch ein Evos reinbringen. Schnell ist die einzige Chance, um irgendwie gut wegzukommen. Naja, alles in Ordnung. Der Evos soll das Ganze noch einigermaßen retten, glaube ich. Ja. Aber es ist halt trotzdem mies. Also auch ziemlich aggressiv von ihm. Vielleicht können wir jetzt... Ja, mal schauen. Oh je. Kein Kommentar, Leute. Kein Kommentar. Jetzt würde ich einen Babytron reinbringen und vor allem Poison Value halt rausholen, ne, gegen seinen Expo, wenn es geht. Okay, Nachtex nach hinten. Einfach Poison drauf. Der war gut, der war sehr gut, der Poison. Das war nicht stark von ihm gerade, das war ein großer Fehler, da so komisch ja, rein zu pushen mit den Truppen. Gutes Lore kann er machen. So, jetzt wird's interessant, jetzt haben wir nämlich hier eine Musketieren. Die ist halt ganz nice mit dem Upsnipen auf jeden Fall, die wird echt um einiges uns helfen. Jetzt würde ich sagen, können wir weiter Druck aufbauen, machen jetzt hier noch einen Holzfäller auf der linken Seite, jetzt nicht über dieselbe Seite reingehen, genau. Und ja, ich würde es hier nicht zappen. Ja. Seine Defense ist halt insane gut, ne? Man sieht es hier auch schon mal. Okay, Nachtex ist so ein Stück nach vorne, dass es jetzt hier auf gar keinen Fall Raketen-Value gibt. Ah, und ich weiß, der Typ hat wahrscheinlich vor, seine Raketen irgendwann zu cyclen, ne? Und vor allem halt auch... Ah, oh, schwierig, ganz schwierig. Das Problem ist halt vor allem, was ich gerade sagen wollte, dass, dass er Log cyclen wird irgendwann. Und das ist halt das Hässliche eher. Könnte es eigentlich hier zappen. Zwar, oh je, es war gut von ihm, es war richtig gut von ihm leider. Boah, das könnte das Ende sein, Leute, das könnte das Ende leider sein. Ich habe echt keine Hoffnung gerade. Das war nicht so gut. Okay, Musketieren rein. Das war ein sehr, sehr stranger Ritter. Der war ziemlich random gerade. Okay. Wir müssen jetzt reingehen. Mega-Ritter drauf, wir brauchen gleich einen guten Poison. Ich hoffe, wir treffen auch. Ist in Ordnung. Der wird direkt down gehen, das war gar nicht. Jetzt haben wir die Chance. Holzfäller rein. Wird jetzt wahrscheinlich ein Ritter kommen? Da muss jetzt eigentlich ein Ritter in den Rücken kommen. Der kommt auch, der wird jetzt direkt weggecharged. Unsere Chance, come on. Bitte. Oh, ja, 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 ja. Ja, 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 come on. Oh, bitte. Wut sowas drauf. Ja, let's go. Ja, wichtig. Wir zappen hier schnell. Wir haben es geschafft, glaube ich. Oh, let's go. Das war wirklich kein leichtes Matchup. Die Musketieren war so wichtig. Hat auch keine einzige Rakete gesetzt. Das war auch ein Fehler von ihm. Wir haben es geschafft. Wir sind weiter im Rennen. 10 Siege. Und ja, es wird langsam interessant. Also, mal schauen. Oh, let's go. Sehr nice. Geiles Deck. Wir haben Golem. Golem Prinz ist so stark aktuell, wirklich. Wahnsinn, egal. Okay. Ich hätte vielleicht ein Lightning erstmal aufheben sollen. Vielleicht. Ah, nee, war alles gut. Okay. Ich würde jetzt hier ranziehen sogar noch. Lohnt sich immer noch. Ja, der war nice. Boah, Junge, das war aber schon nice jetzt hier. War ungewöhnlich gespielt, in dem Fall, aber war gut auf jeden Fall trotzdem. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier Druck mit dem Prinzen. Ich hoffe, es war richtig. Es sollte gut sein. Wenn er charged? Ja, hat nichts. Sehr gut. Pass auf den Schaden auf, oder? Es ist halt echt... Das ist halt auch der halbe Turm, ist halt auch echt krank. Barbaren fast defensiv. Ja, perfekt. Sehr gut. Alter. Wir bringen jetzt hier die Skelettdrachen. Wir brauchen jetzt einen Prinz, der am besten da drauf charged natürlich. Das sollte eigentlich relativ easy werden. Der Lightning ist gar nicht mal so nice, ne, bisher. Also können wir relativ wenig mit anfangen. Aber jetzt hier auf jeden Fall einfach schön drauf gehen. Ich hoffe, Barnfass reicht jetzt hier aus zum Distracten. Wir pushen aber einfach rein, ist mir jetzt egal. Ich meine, der Turm ist auch... Ja, das ist auch so souverän jetzt auch. Wir haben auch, glaube ich, echt ein gutes Matchup, gerade weil er auch Probleme gegen Prinz hat. Zap reicht aus. Ja, aber hat nicht getroffen, auch gut. Perfekt. Egal, okay. Ja,
keine Chance. Was will er auch machen, ne? Mega, da kann ich das auch nochmal aufräumen hier. Boah, das schmerzt auch dazu zu schauen irgendwie. Alter, das war da so. Alter, krank OP. Also mit dem können wir auch echt mal pushen. In Ladder auf dem Hauptaccount eigentlich. Das ist echt. Da sehe ich mich mit dem Deck. Das ist echt krass OP momentan. 13-0. Relativ teures Deck, ne? Wirklich, aber es ist so krass gut momentan. Würde ich sagen, 12. Wir haben es geschafft. Ach, ich dachte, wir bräuchten 13 Siege. Ach nee, wir kriegen noch eine Blitztruhe danach. Doch, richtig, genau. Wir kriegen zwei Blitztruhen sogar. Krass. Tornado brauche ich nicht. Nee. Nice. Nee. Ja, ist in Ordnung, nice. Bist du das? Okay. Interessanter Clan auf jeden Fall. Okay, ist gut. Ist gut. Das ist aktuell die beste. Na, nicht ganz die beste. Ist eine gute Megaritter-Mauerbrecher-Variante. Können wir gleich Megaritter drauf klatschen. Das ist echt entspannt jetzt. Passt auf. 3, 2, 1. Und. Ja, perfekt. Ich wusste es. Da ist er überrascht von. Sehr gut. Jetzt können wir noch einen Tonnenkribber an den Turm theoretisch springen. Machen wir erstmal nicht. Wir machen jetzt erstmal Druck auf der anderen Seite, würde ich sagen. Passt. Da kann ich nichts machen. Ist in Ordnung. Ja, er kann den King Tower daran machen, aber es passt. Ich bringe jetzt lieber Bats rein, dass er jetzt hier nicht predicten kann. Ja, das war eine Fehlentscheidung von ihm. Er kann natürlich jetzt hier gut Schaden machen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es war vielleicht doch keine Fehlentscheidung. Ich meine, King Towers an. Ah, wartet mal ab. Es war doch mehr Schaden, als ich dachte, nämlich. Das war jetzt ein Fehler. Das war jetzt auch ein großer Fehler, okay. Wir selbst nochmal zum Druck machen, einfach, dass wir noch ein bisschen mehr Schaden rausbekommen. Das haben wir jetzt eigentlich fast schon geschafft. Jetzt hier Goblins rein, hat keinen Log mehr. Bringen wieder Worldcrackers. Die waren vielleicht jetzt nicht so schlau auf der anderen Seite. Die kann er eigentlich jetzt fast ignorieren. Macht er wahrscheinlich. Nee, macht er nicht sehr. Oh, das ist gut für uns. Genau, die sind auch noch im Start. Er kriegt es auch immer wieder predicted irgendwie, ne? Auch nicht so gut, egal. Zappen wir nochmal. Da haben wir es, glaube ich. Ein Hit. War nicht ganz, okay. Megaritter, defensiv. Einfach aufheben. Oh Gott, wenn das jetzt ausreicht. Nee, safe nicht, oder? Oh mein Gott. Boah, also er ist echt nah rangekommen. Das soll es eigentlich gewesen sein. Der nächste Zap reicht aus. War knapper, als ich dachte. War echt knapper, als ich dachte. Hat er echt gut gemacht. Tolle Gräber ist nicht dran. Sekunde. Zap reicht aber aus, oder? Oh mein Gott, Sekunde. Megaritter. Das reicht nicht aus. Okay, Goblins rein. Oh mein Gott, GG an ihn. GG an ihn auf jeden Fall. Wir sollten es gewinnen können. Wir haben großen Vorsprung auf der linken Seite. Alter, was habe ich da denn gemacht? Er hat jeden einzelnen predicted. Ich hätte auch nach vorne sitzen sollen. Ich war zu nervös. Ich habe nicht dran gedacht. Ich hätte längst nach vorne spielen sollen. Egal, passt. Das war nicht so gut von ihm. Da können wir auf jeden Fall gut hier Druck aufbauen. Wir selben jetzt hier wieder, würde ich sagen. Es passt. Können wir die nächsten Mauerbrecher reinbringen. Jetzt ist gut für uns, wenn wir halt gut reinspammen können. Das passt schon. Ich die nächsten Bärs nochmal reinbringen. Das sieht gut aus, aber er macht das echt wieder nicht schlecht. Jetzt hier der Prinz muss ran, Schatz. Macht er. Können wir wieder nicht ganz schaffen, auf jeden Fall. Musketieren ist nicht ganz weggestorben. Warten ab, bringen auf jeden Fall noch einen Megaritter gleich drauf. Das passt. Wir setzen die Musketieren weg, würde ich sagen. Das sollten wir schaffen, ey. Alter, was ein Ende aber auch. Wir haben es jetzt aber, glaube ich. So, letzte Chance. Da muss es eigentlich immer aggressiv reingehen, deswegen können wir jetzt einfach defensiv bleiben. Was haben wir? Fettes GG an ihn auf jeden Fall. Ganz fettes GG. Well played. Alter, knappes Ding. Ganz knappe Sache. Beide gleichzeitig. Das kommt auf YouTube. Ja, das kommt safe auf YouTube. Also hallo an der Stelle an YouTube. Morta, nein. Das könnte das Ende sein. Also Morta, Cycle. Oh, Cycle und Morta. Ich kann kein Morta und ich kann kein Cycle. Ich glaube, es war's. Aber ich will jetzt hier nicht. Nee, komm, wir reißen es zusammen. Wir gewinnen das jetzt. Komm. Ich könnte erst Morta reinspielen. Mache ich auch. War das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Timing? Ich weiß es nicht. Ich hoffe mal ein gutes. Ich glaube, ein schlechtes eher. Jetzt wird uns der Morta defensiv, ne, glaube ich. Ritter! Oh, es kann gut werden, wenn der jetzt mithilft. Ja, aber die Frage ist, können wir das deffen jetzt so? Okay, jetzt wird es spannend werden. Hunter rein. Poison rein. Skelette rein. Barbarenfass auf die Nachthexe. Die wird schon mal easy down gehen. Ja, das sieht doch nicht schlecht. Oh, okay, schöne, clean erste Verteidigung. Das ist wichtig gewesen. Ich würde eigentlich noch ganz gerne supporten. Ich glaube, das machen wir auch. Jetzt hier so nämlich. Ja, es war ein guter Babytrache, aber es geht in Ordnung. Ach, ich habe sein Nado vergessen. Wie lost. Das darf natürlich nicht passieren. Also das darf halt, also ganz, das, also Real Talk, das darf halt echt nicht passieren. Egal. Also ein schönes Skelett zumindest. Aber es darf niemals passieren, ne? Das war ein Riesenfehler. Aber ich glaube, jetzt habe ich einen guten Elixier-Vorsprung. Das könnte jetzt gut werden. Ich hoffe, das ist nichts. Ja, let's go, sehr gut. Das kann jetzt aber auch wieder krass werden, passt auf. Ja, das ist nice. Ich hätte gerne Bär zum Cycle gehabt, habe ich aber nicht gehabt, also passt es. Bring mir extra einen Tonnengräber. Ja, das ist schon nice trotzdem. Wir haben aber. Also, ich sehe mich halt nicht so in der Doppel-Elixier-Phase jetzt.
Das muss ich ehrlich sagen. Okay. Jetzt defensiv bleiben, ne? Den Lightning spielen, ne? Da sollten wir uns drauf vorbereiten, auf jeden Fall. Okay. Mortar rein schon mal. So. Jetzt hier schon mal ein Poison drauf. Ich habe Angst vor dem Lightning. Das geht in Ordnung. Das geht schon einigermaßen in Ordnung, wirklich. Wir können jetzt hier noch Bats ranbringen gleich. Ach, was ist das denn? Junge, egal. Das war nicht so gut von ihm. Wir haben ein großes Problem, oder? Nee, ich glaube, er hat ein großes Problem. Warten, abbringen jetzt den Poison. Sehr, sehr gut. Das ist so gut, oder? Oh, es war kein Hit. Let's go. Skelette rein. Wir können es deffen. Oh mein Gott, der Kite war nicht beabsichtigt, ehrlich gesagt. Aber egal. Ich nehme ihn gerne mit. Lightning ist nochmal gefährlich. Aufpassen. Aber ist nicht schlimm. Sonst sollten wir jetzt eigentlich so gut wie haben. Okay. Machen Druck mit dem Mortar. Skelette. Muss irgendwas machen. Tonnenkrabber wieder. Golem kommt rein, ist in Ordnung, bringt jetzt die Bats direkt drauf. Ein Hit! GG. Haben wir! Alter, mit Mortar gewonnen. Und auch nicht das leichteste Matchup. Also, das war nicht leicht. Der Start war es halt vor allem, ne? Haben wir guten Schaden gemacht. Der erste Golem war zu früh. Oh, was? Lol, geil. Aber irgendwie auch weird. Ist gut? Ich bezweifle es. wenn er irgendwie supportet. Ja, macht er auch, ich wusste es. Haben wir Mega-Ritter. Da haben wir den Mega-Ritter. Und der Sparky wird es halt so hart reinhauen. Jetzt ist es spannend. Ich würde mal sagen, wir supporten auf der linken Seite eher. Mit dem Koboldfass, weil das mehr Leben hat. Und der Sparky allein ist schon genug Gefahr für ihn. Wir haben Sepp bereit. Let's go. Oh mein Gott, die erste Aktion. Das gibt's nicht. Wir rasieren so hart. Das war jetzt ein Fehler. Ups. Egal. Nein. Oh, Rip. Wir müssen eigentlich das Giant Skeleton an den Turm ziehen. Ich hoffe, es reicht auch aus. Geht es noch? Das kann jetzt ein Riesenfail werden. Das kann auch krass werden. Let's go. Oh mein Gott. Ich glaube, die Bombe ist nicht dran. Outplayed. Ich finde dich nicht, bin ich mehr falsch. Ne, ist in Deutschland, muss eigentlich. Ah, da bist du. Oh, ich glaube, das war's. Aber das habe ich schon oft gesagt. Die Hütte schon mal. Oh je, und der ist auch so in so einem Clan drin, auf dem er auch scheinbar Twitter oder so bewirbt. Auch nicht so nice. Ne, YouTube bewirbt, das sehe ich gerade, nicht Twitter. Ich glaube, wir könnten eigentlich direkt versuchen reinzupushen. Ich mach's mal. Ich hoffe, er hat so lange abgewartet. Er macht gar nichts, ey. Oh nee. Oder er hat nichts vielleicht. Das ist bestimmt ein Nade, oder? Wobei, er hat nichts, glaube ich. Er lässt den Turm scheinbar fallen. Das ist sehr, sehr gut für uns. Ah, der geht noch rüber, leider. Egal. Wir bringen erstmal einen Eismagier. Wir versuchen es sehr, sehr passiv zu spielen und zu schauen, was er erstmal macht. Genau. Wir warten hier schön ab. Bringen jetzt hier einen Eismagier. So, genau, das wusste ich. Extra lang abgewartet. Das hat sich auch ausgezahlt jetzt hier. Das ist so nice. Der King Tower ist auch. Das wollte ich gar nicht. Wohl. Das ist so gut für uns. Ja, der Nado schmerzt, aber es geht in Ordnung. Das ist gut, das ist eine gute Verteidigung. Seht ihr, achte auf den King Tower. Schaut auf den King Tower. Die Lakaino, das ist auch so stark gewesen in der Situation. Übel nice. So, jetzt muss er hier aufpassen. Wir können es hier direkt wieder reinpressern. Tornado ist draußen, let's go. Und jetzt wird's spannend. Achtet auf den rechten Turm auch, ne? Der ist auch noch abgelenkt hier. Das war's, glaube ich, let's go. Das war's. Der Tod ist. Das reicht. Wir haben es einfach. Let's go. Wir haben es einfach geschafft. Pfeile reichen aus mit dem Dings. Mit der Todesbombe. Ich würde versuchen, beides zu treffen. Machen wir auch. Let's go. Boah, ist halt echt nice. Oh, was? Noch fast den Hawk mitgenommen. Stopp mal. Ah, oh mein Gott. Er hat fast die Skarme getroffen mit dem Frost. Das wäre hässlich geworden. Aber ist in Ordnung. Jetzt hier einfach mega Ritter davor zum Tanken. Gleich ein Evos rein. Ja, nächstes Koboldfass. Das geht in Ordnung. Ja, war jetzt nicht optimal, aber geht schon klar. Wir können jetzt den nächsten Spark hier. Ah, eher ein Evos zuerst, würde ich sagen. Jetzt hier den Inferno-Treffer. Wir müssen gerade nochmal aufpassen. Ich bin gerade ein bisschen am Verkacken, ehrlich zu sein, aber ist in Ordnung. Jetzt hier einfach ein Tornado drauf. So, Frost kommt, aber das sollten wir trotzdem gedeft haben. Normalerweise. Außer jetzt noch ein Zap oder so. Ich glaube, es reicht, oder? Ist es dran? Ist dran. Ja. Ups. Ich habe keine Pfeile mehr. Alles gut. Sollten wir es eigentlich gewonnen haben, oder? Ne, haben wir nicht gewonnen. Oh mein Gott, stopp mal kurz. Wir können das jetzt noch verlieren, ne? Ja, nichts gutes Spiel. Was redest du? Das pack hier rein. Wenn er rechts geht, haben wir. Okay, ist in Ordnung. Sehr gut. Was hätten schon? Ja, ist klar, das war gut. Oh, er hat getroffen. Let's go. Der King Tower fällt gerade. Ganz nebenbei. Das war's. 5 genommen.
fass es nicht. Hä? Als ob wir jetzt so rausgeflogen sind. Was ist das denn? Hä? 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 17 Siege geschafft. Trotzdem absolut geil. Wir hätten aber die 20 schaffen können eigentlich. Wir hätten auch 18 gehabt. Aber ey, wir haben eigentlich übel gut gespielt. Eigentlich haben wir echt gut gespielt heute. Aber das war ein sehr belastendes Ende. Egal, kommen wir zum Opening, würde ich sagen. Let's go. Mit der legendären Truhe plus den Angeboten noch zum Abschluss. Ich hoffe, wir ziehen irgendwas Nices hier für den Pay-to-Win-Account. Wir wollen auch irgendwann auf 7000 kommen, ne? Ist immer noch auf jeden Fall hier das Ziel. So, wieder Gold und wieder Riesentruhe. Mal schauen. Königsrekruten, Inferno-Turm. Ich check halt gar nicht, dass wir jetzt so rausgeflogen sind. Ich meine, das war so gut gespielt. Also so gut gespielt. Also hat man halt schon auch King Tower an. Wir hatten den Turm. Das ist so los, ey. Und das ging noch gegen einen schlechten Spieler. Ganz, ganz fies, ey. Es war aber eigentlich eine 17 Siege. Wir haben 17 Matches in Folge gewonnen, ne? Trotzdem. Aber das war ein enttäuschendes Ende irgendwie. Ich komme auch immer noch. Ich habe auch. Also ich meine, wenn ich jetzt irgendwie unkonzentriert war oder irgendwie sowieso hätte losgemusst oder so. Wenn ich gesagt hätte, ich habe es jetzt eilig und muss los, aber ich habe halt echt komplett konzentriert gespielt. Also verloren. Es war unlucky, ja, aber trotzdem. Es ist irgendwie ein komisches Ende gewesen. Okay, kommen wir noch zu den Angeboten gerade. Erstmal Creator-Code eingeben, genau. Wenn ihr mich supporten wollt, ne, gerne im Shop eingeben. Jo Jonas. Er hat echt gut gespielt, fand ich auch. Aber gut, es ging. Also bis zum machen 1-0 hat er gut gespielt. War bis dahin eigentlich eher schlecht, ne? Ich meine, das hat mir schon ziemlich krass gefühlt. Das ist nice, die Riesentruhe. Und die epische noch, Kobold-Frost, Riesenskelett, Packer und Skami. Okay, würde ich sagen, insgesamt trotzdem wirklich eine krasse Folge. Wir haben von 0 auf 17 Siege gespielt, also 17 Siege in Folge. War trotzdem eigentlich krass, aber ich war gerade so im Flow drin und dann verlieren wir irgendwie total lost. Aber egal, würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Schaut wie immer noch gerne im Abstand vorbei und ja, bis zum nächsten Video und ciao.